Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und zwar, ihr habt es im Titel schon gelesen, einem ganz, ganz besonderen, denn ich habe heute für euch mein neuestes Produkt, mein wichtigstes Produkt und das Produkt, was am meisten Zeit, am meisten Leben und am meisten Arbeit gekostet hat und was meine Make-up-Routine komplett geändert hat und höchstwahrscheinlich eure auch. Und ich würde vorschlagen, ich spanne euch nicht länger auf die Folter und wir starten mit unserem Werbespot. Ich bin... Let's go! Freunde, ich bin so aufgeregt, euch heute mein neues Microfiber Multitool vorstellen zu dürfen. Ihr habt es in den letzten Wochen, in den letzten Monaten schon gesehen. Guess what? Ich habe es benutzt, ihr habt es geliebt, ihr habt mich jeden Tag danach gefragt, was ist das, was machst du damit, woher ist dieses Produkt? Und endlich kann ich euch mein eigenes Produkt vorstellen. Ich habe Ewigkeiten daran gesessen, um es für euch so zu perfektionieren, dass ihr das meiste daraus holen könnt. Und ihr habt mit Sicherheit viele Fragen, es ist nicht das, wonach es aussieht. Und ich würde vorschlagen, wir starten mit den Facts, worum geht es, was ist es? Und ich bin ganz, ganz aufgeregt. Für alle, die nicht warten wollen, das Produkt ist jetzt live in meinem Shop. Der Link ist unten in der Infobox und ich freue mich riesig über euren Support. Ihr habt es in den letzten Monaten schon gesehen, dass ich dieses Schätzchen hier regelmäßig benutzt habe. Das ist disgusting, das ist furchtbar. Das ist auch nicht das finale Produkt, sondern das war immer nur ein Sample, ein Muster, damit ich niemals das finale Produkt hier für euch in die Kamera halte, damit so eine kleine Überraschung noch da ist. Ich war damit auch nicht ganz so zufrieden, aber der Weg war der richtige und deswegen habe ich heute für euch mein Microfiber Multitool. In dem Paket sind zwei Multitools mit drin in schwarz und ich packe das einmal aus. Wir haben einen Karton aus Papier und es ist kein weiteres Plastik in der Versandtasche. Es ist kein Plastik im Paket. Unser Klebeband ist aus Papier. Und hier sind meine beiden Microfiber Multitools. Wir haben hier die weichste, die resistenteste und die für die Anwendung, die ich euch gleich zeigen werde, demonstrieren werde und erklären werde, perfekte Mikrofaser. In den letzten Videos habt ihr es immer wieder gesehen, dass ich es benutzt habe und auch im Video letzte Woche am Mittwoch war, glaube ich, die Überraschung ziemlich groß, dass ich fast mein komplettes Make-up damit gemacht habe. Und ihr fragt euch sicherlich, okay, schön, man kann sich damit schminken, gibt schon, haben wir schon gesehen. Aber Freunde, es ist nicht nur das. Ich weiß, manche wollen Full-Coverage-Make-up, manche wollen wenig Make-up. Manche wollen sich aber auch mit ihrem weiteren Lieblings-Beauty-Schwamm schminken. Und deswegen haben wir zwei Tools, zwei sehr, sehr beliebte Tools zusammen in ein perfektes Produkt gepackt. Ihr könnt euch mit einem perfekt schminken. Ich gehe gleich im Laufe des Videos darauf ein und zeige euch, wie ihr Step by Step euer Make-up damit machen wird. Es wird am Freitag auch nochmal ein erklärtes Video dazu geben, aber ihr könnt euch damit auch abschminken. Und das Schöne bei diesem Produkt ist, ihr habt eine sehr, sehr feste Struktur. Es gibt viele, viele Produkte auf dem Markt, die ähnlich sind, mit denen ihr euch abschminken könnt. Es gibt ähnliche Produkte, mit denen ihr euer Make-up applizieren könnt. Aber was mich immer gestört hat, ich habe alle hier getestet, ich habe ganze Reviews zu verschiedenen Produkten gemacht und mir ist immer wieder aufgefallen, nach einmal waschen, zweimal waschen, dreimal waschen, es verzieht sich, die Form ist nicht mehr die richtige. Diese kleinen, wiederverwendbaren Wattepads aus diesen ganz, ganz dünnen Stoffen, die sind einmal in der Waschmaschine und dann sind sie verzogen. Ihr kriegt sie nicht richtig sauber, weil die Faser, die dort verwendet wird, einfach das Make-up aufsaugt. Ihr habt oft Flecken, ihr müsstet mit Bleiche mit rangehen, um das richtig, richtig zu reinigen. Das hat mich gestört und das hat mich immer wieder abgehalten, wiederverwendbare Wattepads, aber auch Mikrofaser-Tools zum Applizieren von Make-up zu geben. Es gibt ein sehr, sehr bekanntes und ich hatte nach einer Weile das Problem, dass sich die Naht gelöst hat und der Schaumstoff von innen rausgekommen ist. Und deswegen haben wir hier eine äußerst stabile Naht, die zwei Seiten Mikrofaser miteinander verbindet.
In der Mitte ist auch hier eine Schaumstoffebene mit verbaut, die sich nicht verzieht. Ihr werdet das so in die Waschmaschine geben können, bei 60 Grad, bei 90 Grad, wie auch immer ihr es wollt, bei 30 Grad. Es wird immer sauber und ihr habt kein verzogenes Produkt. Ihr könnt es am Abend genauso wieder verwenden wie am Tag davor und am Tag davor und am Tag davor und ihr habt nicht das Problem, dass ihr euch dann hinstellen müsst und eure Wattepads bügeln wollt. Ihr wisst, dass es mir besonders wichtig ist, mit meiner Firma so gut ich kann auf den Umweltschutz zu achten. Und selbstverständlich ist das eine Mikrofaser. Aber wir haben eine kleine Studie gemacht und ich habe euch gefragt, wie viele Wattepads ihr im Jahr verbraucht. Und bei über 1000 Befragten, die ich als Antworten bekommen habe, hatten wir durchschnittlich 1200 Wattepads im Jahr als Verbrauch. Wattepads werden chemisch geblichen, dass sie schön weiß sind, dass sie schön rein sind. Baumwolle ist nicht so weiß, wie ihr sie seht. Baumwolle ist so ein nachwachsender Rohstoff. Aber wenn ihr euch vorstellt, dass ihr im Jahr 1200 Wattepads vermutlich noch in den Abfluss gebt, das ist ein ganz, ganz großes Problem. Des Weiteren werden durchschnittlich mindestens 12 Flaschen Micellenwasser verbraucht. Eine mega große Menge an Plastik. Ihr kriegt den Deckel nicht ab. Das Etikett ist eine andere Art von Plastik und ich habe es euch oft erklärt, um ein Produkt richtig recyceln zu können, müsste es auseinandergebaut werden. Ganz ehrlich, wer setzt sich hin und recycelt jedes Mal, jeden Monat eine Flasche Micellenwasser korrekt? Das Problem dadurch ist, dass sehr viel Plastikmüll produziert wird und es nicht recycelt wird, sondern zum sehr, sehr großen Prozentteil verbrannt wird, was selbstverständlich niemand wollen kann. Und deswegen haben wir diese wiederverwendbaren Produkte so gemacht, dass sie eben nicht dieses Problem haben, dass ihr 1200 Wattepads, mindestens 12 Flaschen Micellenwasser im Jahr verbraucht und so sehr viel Müll produziert. Wir haben eine Pappverpackung, die ihr komplett recyceln könnt. Und ich habe das Ganze natürlich auch so ein bisschen durchgerechnet, was man ungefähr ausgibt an Reinigungsmitteln. Und zwar, Wattepads sind recht günstig, aber es sind tatsächlich ungefähr 10 Euro im Jahr. Das ist nicht viel, aber es sind immer noch 1200 Wattepads. Durchschnittlich. Und ungefähr 60 Euro an Micellenwasser, wenn ihr ein bestimmtes nehmt, das, was ich jetzt auch regelmäßig benutzt habe. Aber ich glaube, wir kommen jetzt endlich zu der Applikation. Wie eben schon gezeigt, sind in der Papierverpackung zwei Schwämme. Das heißt, ihr habt immer einen zum Schminken und immer einen zum Abschminken. Im Prinzip könntet ihr auch, wenn ihr euch morgens mit einer Seite schminkt, am Abend die andere Seite nehmen zum Abschminken. Aber ich führe euch einfach mal so ein bisschen durch die Applikation mit diesem Produkt im Schnelldurchlauf. Am Freitag gibt es ein komplettes Video dazu. Aber ihr habt gesehen, dass ich durch diese Mikrofaser, die so gut wie gar kein Produkt aufsaugt, ungefähr 50% weniger Foundation und 80% weniger Concealer brauche. Denn die Deckkraft des Produktes, was ihr euch auftragen wollt und damit die Weite, die ihr mit dem Produkt auftragen könnt, ist natürlich um ein Vielfaches höher, als wenn ihr einen Schwamm benutzt, der sich vollsaugt mit einem Produkt. Und durch die Oberfläche, das ist nicht diese typische Abschminkmikrofaser, die recht langfaserig ist, sondern sie ist ganz, 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 ganz flach. Ich zeige euch hier meine Nahaufnahme. Sehr, sehr flach, sehr, sehr weich. Und durch diese besondere Textur der Mikrofaser kriegt ihr ein sehr, sehr ebenes Ergebnis. Diese einzelnen Härchen, die ja mikroskopisch klein sind, füllen eure Hauttextur mit dem Produkt. Ihr könnt eure Skincare damit machen, ihr könnt euren Primer damit auftragen, ihr könnt aber auch, wie ihr hier sehen könnt, eure Foundation damit sehr, sehr ebenmäßig auftragen und ihr bekommt beim Concealer die höchste Deckkraft, die ihr euch vorstellen könnt, wenn ihr das wollt. Wenn ihr ihn nass macht, verringert sich natürlich die Deckkraft, weil dann mehr Feuchtigkeit am Schwamm ist. Aber das ist ganz in eurer Hand, wie viel Produkt ihr verwenden möchtet und wie viel Produkt ihr an eurem teuren Make-up sparen wollt. Und ich glaube, am bekanntesten ist dieses Produkt mittlerweile bei euch schon zum Baken. Denn ihr habt gesehen, dass ich in den letzten Monaten eigentlich ausschließlich mit einer Mikrofasertür gebaked habe. Der Grund ist, durch die besondere Textur der Mikrofaser habt ihr keine feuchten Stellen wie beim Schwamm. Euer Make-up wird nicht fleckig, sondern ihr bekommt ein geairbrushedes Finish. Es sieht aus, als hätte jemand in stundenlanger Arbeit euer Puder aufgetragen, wie mit einem Powderpuff, aber durch die Mikrofasertextur noch mal ganz anders. Pro-Make-up-Artists schwören auf Powderpuffs mittlerweile. Sie sind vom Beauty Blender weg, um einfach für diesen
sehr, sehr weich gezeichneten Look zu stehen. Ihr kennt mich, ich habe keine Filter auf meinen Videos und ihr könnt perfekt baken. Wenn ihr nicht baken wollt, könnt ihr einfach in euer gepresstes Puder gehen. Ihr spart euch auch hier eine Menge an Produkt und könnt einfach über euer Gesicht gehen und das Produkt tief in eure Haut einarbeiten. Dadurch wird natürlich die Langlebigkeit eures Make-ups auch fixiert und wenn ihr wollt, im Laufe des Tages das Ding in die Handtasche. Ihr braucht kein weiteres Produkt. Wenn sich das Produkt ein bisschen um die Nase absetzt, rübergehen und eure Stellen sind weg. Dieses Produkt ist für mich Magie. Es hat für mich wirklich meine komplette Make-up-Routine geändert, weil das Make-up ebenmäßiger ist, es hält wesentlich länger, es sieht schöner aus und ihr habt einfach weniger Produkt am Ende verbraucht und habt am Ende des Tages ein Produkt benutzt, was ihr in die Waschmaschine geben könnt. Es wird nicht kaputt gehen wie ein Beauty-Sponge, den ihr oft gesehen habt, ab und zu beim Reinigen reißt das dann ein, dann fliegen so kleine Partikel vom Schwamm im Waschbecken weg und der Schwamm sieht nach einem Monat nicht mehr schön aus. Dieses Ding wird weiterhin schön aussehen. Und selbstverständlich könnt ihr damit nicht nur euer Make-up machen. Das ist mein absoluter Favorit. Dafür war es tatsächlich aber gar nicht gedacht, sondern eigentlich wollte ich ein Produkt haben, womit ich mich schnell, umweltschonend und kostengünstig abschminken kann. Und das war das Ziel hinter dem Produkt. Und ich bin nur zufällig auf diesen Make-up-Step gekommen und habe mich dann tierisch gefreut, dass das so gut funktioniert. Und dann haben wir anhand dieser Informationen, die wir beim ersten Muster bekommen haben, das einfach nochmal anpassen können, dass ihr A, auf der einen Seite das perfekte Abschminken ohne Reinigungsprodukte, nur mit Wasser und auf der anderen Seite diesen perfekten, ebenmäßigen Make-up-Look hinkriegen könnt. Ich glaube, ihr seid auch alle ganz gespannt, wie das Ganze funktioniert mit dem Abschminken. Ich habe es eben schon einmal kurz erwähnt, Wasser reicht völlig aus. Macht den Schwamm richtig schön nass und dann könnt ihr einfach über euer Gesicht gehen. Ihr spart euch Abschminkprodukte, eure Haut ist nicht gereizt danach. Ihr kennt mich, wie rot ich bin, wenn ich mit Micellenwasser und den klassischen Wattepads über mein Gesicht gehe. Ich habe rote Flecken im Gesicht, meine Augen brennen und dadurch, dass ich einfach nur mit lauwarmem Wasser über mein Gesicht gehe, habe ich eine schonendere Reinigung. Wenn ihr sehr, sehr hartnäckiges Make-up habt, wasserfestes Make-up funktioniert auch. Ihr könnt da natürlich auch mit eurem Micellenwasser reingehen. Aber es reduziert sich die Menge, die ihr an Micellenwasser für euer ganzes Gesicht braucht, wenn ihr eure komplette Foundation nur mit Wasser wegkriegt und eventuell, wenn ihr den hartnäckigsten Eyeliner habt, einfach ein, zwei Tropfen auf diese Mikrofaser. Der Schwamm dort drin saugt sich schön mit dem Produkt voll. Es ist ja sehr flüssig im Vergleich zu einer Foundation und ihr könnt damit sehr gezielt über eure Augen gehen, schonend und sehr, sehr reinlich, wenn ihr den Schwamm am Ende einfach in die Waschmaschine packt. Das Ganze ist 60 Grad waschbar. Ich habe es auch oft schon auf 90 Grad gewaschen. 60 Grad reicht völlig aus. Auch hier bei 30 Grad wird das Ding auch sauber. Ihr könnt es mit eurer Kernseife, ihr könnt es mit eurer Pinselseife sauber machen. Ihr braucht keine zusätzlichen Produkte zu diesem Produkt. Ich bin einfach so, so happy, dass ich dieses Produkt jetzt so perfektionieren konnte, dass ich es nicht mehr missen möchte. Ich benutze sehr, sehr selten nur noch Schwämme. Natürlich in meinen Videos habe ich regelmäßig Schwämme benutzt, damit es nicht ganz so auffällig ist. Hat nicht so ganz geklappt, aber dieses Produkt hat einfach alles für mich geändert und ich weiß, dass es das für euch auch tun wird. Selbst wenn ihr schon wieder verwendbare Wattepads zu Hause habt, was viele von euch schon haben, und da freue ich mich, weil es einfach ein sehr, sehr wichtiger Aspekt ist, um Müll und Plastik zu reduzieren, habt ihr damit nochmal eine ganz andere Reinigungserfahrung als mit den üblichen dünnen Stoff-Wattepads. Ich bin super gespannt auf euer Feedback. Ich bedanke mich riesig für den ganzen Support. Die ersten Bestellungen sind tatsächlich schon eingekommen und ich hoffe, es reicht für alle. Ich bin natürlich ein ganz, ganz kleines Unternehmen und auch hier wieder, ich werde den Versand komplett alleine machen. Ich habe schon alles vorbereitet und ich freue mich, jedes einzelne Paket von euch einzeln zu verpacken. Jedes Paket hat eine handunterschriebene Karte von mir mit drin und es steckt ganz, ganz, ganz viel Liebe in meiner kleinen Marke und ich bin super, super dankbar, dass ich das Ganze mit euch machen kann. Das Produkt ist ab sofort verfügbar. Der Link ist unten in der Infobox. Ich bedanke mich, dass ihr heute mit dabei wart und ich freue mich auf Freitag. Da kriegt ihr nochmal eine komplette, tiefe, intensive Review. Nicht eine Review, aber eine Anwendung davon. Und Freunde, wir sehen uns ganz bald wieder. Passt auf euch auf.